Sind wir live. So, guten Abend miteinander. Ich darf euch herzlich begrüßen. Guten Abend. Janusz und ich begrüßen euch jetzt hier im Akthof aus dem hinteren Atelier. Und ich muss mal schauen, also gebt mir einfach mal Bescheid, ob alles in Ordnung ist, ob das technisch alles hervorragend ist, weil es ein Riesenaufbau. Und ich habe einfach jetzt, und das ist natürlich auch der Grund der Verspätung, dann natürlich immer kurz vorher technische Probleme, wie ihr das immer schon gewohnt seid von mir. Und in diesem Sinne wird es heute vielleicht ein lustiger Abend werden. Mit mir? Ja, mit Janusz. Okay. Und alles super, also es läuft. Also wir sind jetzt einfach, jetzt können wir einfach mal Gas geben. Zuallererst möchte ich mich bedanken für eure Teilnahme. Ich sehe schon, die Zuschauerzahlen, die gehen nach oben. Und heute wird es jetzt nicht mehr um Gouache-Malerei gehen, sondern ich werde ein Porträt von Janusz zeichnen. Und wir werden aber vorher auch nochmal über den Akthof plaudern, im Hinblick darauf, wo wir jetzt sind und was wir hier tun und was Janusz seine Aufgabe ist. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich im Vorfeld wie immer dann für eure Likes, Kommentare und Abos und auch für eure finanzielle Unterstützung, die ihr natürlich weiterhin unten in der Videobeschreibung über den PayPal-Link machen könnt. Das erleichtert meine Arbeit und macht es natürlich, dass ich den Stream weiterhin kostenlos oder mehr oder minder kostenlos für euch dann zur Verfügung stellen kann. Ja, an den Akthof muss ich mich bedanken, dass ich das überhaupt hier machen kann, weil ich jetzt diese Woche hier in München dann den Plein-Air-Kurs habe. Sehr schön. Mhm. Janusz, also wir reden jetzt erstmal über den Akthof, bevor wir das Zeichnen anfangen. Der Robin Page hat den Akthof wann hat er den gegründet? Oh, jetzt ist schon über 20 Jahre, 22, 23, 24. Wir hatten vor ein paar Jahren die 20-Jahr-Feier, gell? Die dann, die genau, das war eine sehr schöne Feier mit klassischer Musik, ja. Mit unserer Ausstellung. Schade, es war nicht so voll, aber wir haben einen schönen Dokumentar und ich glaube, bald... Ich hoffe, bald wir zeigen das in unserer Homepage oder vielleicht in deinem Videokanal. Genau, weil wir haben nämlich dann zu dem Zeitpunkt haben wir relativ viele Videos dann auch gedreht und Interviews mit den verschiedenen Dozenten, die hier unterrichten. Und der Akthof wurde damals gegründet von einem Akademieprofessor, den Robin Page und aka Bluebeard. Und der hat dann gesagt, der Akthof is an old-fashioned drawing studio almost without art, hat er gesagt. Yes. It's very, I would say, it's still actual all of this kind of sentence, because we're working with models, we're working in some old classical way, and this will stay like that. Ja, und das muss man auch sagen, also ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier im Akthof immer wieder zugegen und mache Wochenendkurse hier. Und der Janusz ist hier eigentlich, wir haben vorher drüber geredet und der Janusz hat dann gesagt, es wäre einfacher zu erklären, was er im Akthof nicht gemacht hat, weil es kürzer wäre, als das, was er im Akthof eigentlich alles schon gemacht hat und was er eigentlich immer tut. Es ist aber so, dass der Janusz natürlich eine der Säulen und Stützen ist und du wirst jetzt dann auch im Herbst wirst du unterrichten. Hast du einen Kurs, einen Zeichenkurs? Genau, das ist meine erste nach Jahren Erfahrung hier von meinen actually Kollegen, so wie Stefan und alle anderen Dozenten. Meine Jahrerfahrung von zu lernen und experimentieren mit Zeichnen. Und das wäre ein Kurs mit Zeichnen Elements, Drawing Elements of Drawing. So I cannot wait anymore about this topic. Super. Und excuse me. Yeah? I'm talking English because maybe my family watching me in Australia. In Australia? Hello. Oh, yes. Hello. My family in Poland, my sister Renia and Adam,
and so on, so on. And Camilla, all my friends, yes, hello, hello. It's me again. Ja, also, das heißt, was natürlich den Aktuf auszeichnet, muss man auch sagen, das ist, dass die Kollegenschaft ziemlich exquisit ist. Und das ist auch, wie du schon gesagt hast, es ist so, dass diese Tradition weiter beibehalten wurde, in dem Falle, dass wir Grundlagen unterrichten. Also das heißt, man kann hierher kommen, es gibt unter der Woche, jeden Abend gibt es Zeichenkurse. Das heißt, besser gesagt, eigentlich, nicht nur, eigentlich keine Zeichenkurse, sondern es gibt Modellstunden. Das heißt, es gibt verschiedene Themen. Magst du es mal erklären? Genau. Wir haben jede Woche, wir haben vier Abends mit Unterricht, was ist ganz wichtig, ohne Anmeldung. Und da kann man bleiben, eine, zwei, drei Stunden. Und wir arbeiten mit Modellen, wir arbeiten mit Still-Life, wir arbeiten mehr mit ganz konkreten klassischen Sachen oder Zeichnen, Malen, auch Modellieren. Was gibt nicht so viel in dieser Zeit, special in Corona-Time. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Und da kannst du wirklich lernen und wenn machst du ein bisschen regulär, drawing or painting, so as you know, you're getting only better and better and better. Stimmt, ja. Und was auch so eine Sache ist, das ist, dass es im Akthof auch so ein Grundlagenstudium gibt, wo es gibt zwei verschiedene Grundlagenstudien. Das heißt, das eine, das ist dann ein kompaktes und dann gibt es ein Wochenendgrundlagenstudium. Und da ist es so, dass das so aufgebaut ist, dass es Leute sind, die ihre Malerei und ihre Zeichnung vertiefen wollen und auch zum Beispiel Mappenvorbereitungen machen und es werden alle Themen auch abgehandelt. Also das heißt von Zeichnen, Aquarellieren, Ölmalen. Ist Modellieren auch dabei? Das Modellieren not in a Grundlagestudium, ah, okay. but evening or we have, Entschuldigung, ich spreche Englisch, Deutsch. Doesn't matter, my dear. Doesn't matter, no matter. Doesn't matter, my dear. So, then we have also a weekend from time to time also modellieren, sculpture courses. Ich habe gerade, also ich schaue ab und zu mal in den Stream und da wird natürlich dann schon irgendwie über den Akthof sinniert, jetzt auch im Hinblick darauf, warum es denn Akthof heißt. Es ist natürlich so, erst einmal, grundsätzlich ist das Aktzeichnen absolut die Basis. Auch. Ein Körper, ich meine, I mean, yes. Ja, und es ist einfach auch so die Sache, als Drawing Studio ist natürlich die Grundlage, wenn man wirklich das Zeichnen lernen möchte, geht es dann darum, dass natürlich in der menschlichen Figur grundsätzlich alle bildnerischen Problematiken inbegriffen sind. Das heißt, natürlich logischerweise das Stehen, Gewicht, Gewichtsverteilung, Komposition, kleinteilig zu großteilig und all diese Sachen. Und für diejenigen, die heute enttäuscht sind, also ich werde keinen Akt vom Janosch malen. Wobei ich aber trotzdem noch mit dir drüber sprechen möchte, das ist die andere Sache. Ich möchte mit dir drüber sprechen, weil du ja auch dafür zuständig, immer wieder zuständig warst, dann auch Modelle zu rekrutieren und einfach auch dann jetzt neuen Modellen auch ein bisschen Hilfestellung zu geben, die zum Beispiel gesagt haben, ich bin noch nie im Modell gestanden, aber ich möchte es ganz gerne mal machen. Und in dem Falle warst du... I knew it. Ja, weil der Sessel in Wien, der knarzt auch immer. Also insofern habe ich natürlich die Tradition beibehalten. Oder vielleicht Stefan Knochen, oder? Ja, vielleicht auch, ne? und da ist es eben so, dass du natürlich auch für die Modelle wieder zuständig warst und natürlich dann auch, wie gesagt, Hilfestellung gelassen hast. Gibt es ein Kriterium dafür, ob man Aktmodell sein kann, ob man prädestiniert dafür ist oder was muss man mitbringen, um Aktmodell zu sein? Was ich konnte sagen, die wichtige Sache ist, dass Leute sollten nicht verwechseln. Aktmodell oder Peepshow oder something like this. Yeah, this is very, very important job. It's nicht so leicht zu finden, ein gutes Modell. Weil die wichtige Sache, was wir brauchen, was ich sage immer, das ist für uns als Künstler,
unsymmetrisch und immer mit Umdrehung. Das nicht alle kennen. Ja? Das ist, wir machen viele Bewegungen als Mensch im Alltag, aber als Modell, wir brauchen manchmal diese ein bisschen übertrieben mit Bewegung von unserem Körper. Und da muss man halten. Ja? Das ist wichtig, dass wir halten, weil die erfahrenen Künstler, die schaffen das zum Korrigieren, wenn jemand ist nicht in richtiger Stellung vor langer Zeit. Aber wir haben Schule und die brauchen das, wie natürlich kann immer ein bisschen Bewegung oder ein bisschen muss man lebendig sein. Wir sind keine Skulpturen, aber als Modelle, wir brauchen genau diese Geduld und auch diese natürliche Bewegung. Ich kann ein Model zeigen, welche Stellung ich brauche, aber ich bitte immer, okay, dass ich ungefähr brauche diese Bewegung, aber das ist mein Körper mit Bewegung oder das ist deine. Dann musst du versuchen, okay, ich versuche, das passt zu mir, vielleicht das nicht, vielleicht das schaust unnatürlich, dann lieber mach noch einmal und dann siehst und dann wir schauen. Das ungefähr, das braucht man ein bisschen Geduld natürlich, weil wenn jemand wollte kommen, nur zu Geld verdienen, dann funktioniert nicht jedes Mal, nein. Und ist es so, dass das... gibt es eine Anforderung, wie ein Aktmodell auszusehen hat? Ob es jetzt groß, klein, dick, nee, dünn, schlank oder so? Das ist schön, wenn es der Unterschied ist. Ja. Wenn wir brauchen keine hübsche Modelle, nur wie sagt man, wir brauchen diesen Unterschied. Wir brauchen, das ist die Schönheit von Mensch, so wie wir sehen in Schwimmbad oder... Ja. Dass wir sehen keine Michelangelo, Davide, ja? Wir sehen ganz verschiedene Proportionen und da, genau das ist wichtig, dass wir kann auch lernen, dass die Leute außen diese Standardproportionen, manches ein bisschen oben kürzer, unten länger oder, und so weiter. Ja? Ja. Das ist schön, das ist schön. Und wie ist es mit... Mit dem Umgang mit Modellen. Also was ist wichtig, auf was zum Beispiel, wenn du es jetzt auch mal umdrehst, wie sollte zum Beispiel sich der Künstler verhalten im Umgang mit den Modellen? Gibt es da irgendwelche Sachen, die jetzt zum Beispiel der Maler oder Zeichner beachten sollte? Ich vermute, dass die Modelle müssen auch... gemütliche Ort kriegen, ja, kein Stress, kein, so wie ich habe verstanden, ja. Wenn Modell hat, wie sagt man, manche Leute haben keine Probleme, wenn es ganz nah, die Stellung, nur andere haben, konnte Probleme kriegen, ja, dieser Abstand, Teil, wo kann man ausziehen und sehen. Und auch wenn es nicht so schwer, manche Modelle, männliche, die haben mehr, vielleicht manchmal mehr Kraft, aber nicht jedes Mal. Dann die kann ein bisschen, so wie ich, wenn ich war schon über 18 Jahre Modell, ich war eine von wenigen Modellen, das konnte eine Stunde, zwei Stunden stehen, drei Stunden stehen. Das ist nicht so leicht. Mit Kontrapost. Und das, ja, ist das System. Stimmt, das ist recht hart. Aber jetzt auch so im Umgang, jetzt zum Beispiel auch so, was ich eigentlich wissen wollte, ist auch so, also was ich aus meiner Erfahrung weiß, es ist einfach auch so, dass es wichtig ist, dass du einerseits Respekt vor dem Modell hast, vor der Arbeit, also wie anstrengend es ist. Und das andere ist auch, dass du, wenn du zum Beispiel Anweisungen gibst, dass du zum Beispiel auch nicht hinfasst, dass du die Distanz hältst oder so. Genau, ich habe eine Geschichte, nicht einzige, erlebt in einer Modelschule. In einer Modelschule, das war, der Abstand war nicht so weit. Und dann...
die Lehrer hat gesagt, okay, jetzt wir machen eine Sitzen. Und das war Akt, natürlich. Und ohne wirklich mit Licht, keine super Beleuchtung, keine wirklich Podest und so weiter. Und vorne nur Mädels quatschen, schauen Handy. Und eine war die Beste, weil sie hat eine Chihuahua. Sie hat telefoniert mit Freundin, das war Chihuahua, hier war der Block mit Zeichen und hier sie hatte auch die Nagel ein bisschen arbeitet. Und da und Frontend mit mir. Denn ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Mhm. Ich muss mit Dozent sprechen und das war ein bisschen anderes. Aber sowas kann man nicht machen. Das muss man wirklich respektieren. Ja. Paar Regeln, weil zum Erst, das ist unfair und das ist keine, ja, das ist, ich kann nicht arbeiten, vielleicht für andere Leute, das ist kein Problem, aber das stört auch andere Leute, was die nehmen ernst die solche Situation mit Arbeit mit Modell, ja. Weil das ist, ja, special so. Was ich aber auch immer wieder festgestellt habe bei dem Aktzeichnen, oder auch meine ersten Erfahrungen beim Aktzeichnen waren eigentlich auch so, dass man ist erst einmal ein bisschen aufgeregt, also gerade auch zum Beispiel in so einer Klassensituation, wie es im Akthof ist, also jetzt zum Beispiel vielleicht im Grundlagenstudium, oder da ist es natürlich geballter, weil natürlich die Leute alle gleich anfangen. Bei den Abendaktkursen, da hast du halt Profis drin, die schon seit Urzeiten im Akthof sind und zum Zeichnen kommen und ganz unterschiedlich, aber wenn dann zum Beispiel so eine Klasse das erste Mal zum Aktzeichnen kommt, dann sind die Leute natürlich auch ein bisschen aufgeregt und denken sich, was passiert da jetzt? Ist es dann irgendwie erotisch oder sonst irgendwas? Und was ich festgestellt habe, ist, dass es, sobald du da sitzt, deinen Block hast und deinen Stift, ist jede Erotik total weg, weil es einfach, du merkst einfach, wie schwierig das ist, wenn man mal anfängt, an Menschen zu zeichnen und das hinzukriegen. Und das ist eigentlich so diese erste Erfahrung gewesen, die ich irgendwie hatte, also wo dann jeder auch so diesen Respekt dann davor kriegt, wie schwierig es ist, eine gute Zeichnung zu machen und aber auch natürlich, was dann auch die Modelle machen, eben was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass jetzt zum Beispiel ein Modell, es gibt ja zum Beispiel am Anfang dieser Sitzung gibt es immer diese Kurzposen und da ist es ja auch so, dass der Dozent dann oft sagt, okay, wir machen 3 Minuten oder 5 Minuten und da musst du ja auch als Modell unheimlich viel anbieten können. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt steht ein Lehrer da drauf oder ein Dozent da drauf, ganz viele Kurzposen zu machen, musst du ja eine große Bandbreite haben. Für das, zum Beispiel, ich habe ein, vielleicht, das ist kein Trick, weil ich nutze das in Unterricht ganz normal, dass ich bitte Modell ein bisschen so von kleinen Formen anfangen. Das bedeutet, dass die bleiben ganz unten und ein bisschen zusammen mit Händen, keine riesige lange Hände, Füße und offen, ein bisschen zu geschlossen. Ja? Und das hilft Leute ein bisschen zu denken, wie ich versuche zu ein bisschen Druck machen, dass die müssen sehen, als das Modell zum ersten als eine Form, egal ob das ist Hand oder Kopf oder whatever, Penis, ja, das ist zusammen als eine Form. Mhm. Und dann langsam, auch wenn kommt eine unerfahrene Zeichner, dann er ist beschäftigt mit diesem Zeichnen und Zeichnen, bis kommt die alles als in den Körper offen, dann er ist schon zeichnen wirklich tief. Ja. Ich vermute, genau. Ja, ja, aber was glaubst du ist irgendwie auch so das Interessante daran? Also weil ich merke zum Beispiel, für mich ist es so, wenn ich jetzt in den Akthof komme zum Unterrichten, ist es so, dass ein hervorstechendes Qualitätsmerkmal für mich über die ganzen Jahre, wo ich jetzt auch hierher komme, ist, ich bin jetzt kein Dozent, der jetzt die ganze Woche da ist, wie jetzt zum Beispiel der Rest der Dozenten. Mhm. Und die schaffen
super gute Grundlagen. Das heißt, wenn die dann zum Beispiel zu mir, die Schüler dann zu mir in den Kurs kommen, eben zum Beispiel, wir haben jetzt dann im September die lange Pose, ja. dann ist es so, dass das Niveau schon so hoch ist. Und es gibt halt hier viele Studenten und Schüler, die über eine ganz lange Zeit dann Aktzeichnen und malen, ne? Weil das ist Aktzeichnen, das ist, manche Leute denken, das ist altmodisch. Aber so wie mit, vielleicht das ist nicht das richtige Beispiel, aber wenn wir haben solche Sachen wie Fahren mit Fahrrad, Fahren mit Auto, Dinge, was wie oder Leute machen jetzt in Handy mit diesem Daumen so schnell und so weiter. Ja. Wenn wir zeichnen, ja, so oft, ja, und wir haben immer die gleiche Bewegung, ja, weil wir haben Kopf, wir machen solche Linien, wir machen Torso, das ist auch. Und dann, wenn zeichnest du und so weiter, dann deine Muskel, deine Hand lernt, das ist schon eine Bewegung, und dann hast du diese manche Künstler, so wie zum Beispiel mein Kollege Michael, er macht immer, wenn er zeichnet, wer er macht Demo, das ist interessant, weil er macht immer die gleiche Proportion. Die gleiche Größe? Die gleiche Größe, genau. Mhm, okay. Und das ist immer zack, 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 und dann manche Leute denken, mein Gott, dann ich brauche 20 Jahre für das. Nein, nein, so oft machst du das, so oft nimmst du ernst, so oft machst du diese Bewegung, was wir machen, auch aufwärmen, ja, Linie achten und so weiter, an Papier, bevor der Model kommt oder Dozent, dann bist du sicherer, dann hast du keine Angst von leerem Blatt. Ja? Mhm. Und deswegen wahrscheinlich, diese Leute, die kommen zu dir, die haben schon das die sind auch, die haben keine Angst, weil in unserem Körper, was ich glaube, wir haben alle Dimensionen, was, wenn wir gehen zum Plenär zu malen, oder Still-Life zeichnen, dann alle kantig, Zirkel, Ellipsen, ja. Ja. alles, wir haben Symmetrie, wir haben auch in unserer Körper. Mhm. Ja, das stimmt. Und im Endeffekt ist es auch so, für mich ist es auch so, was ich immer auch versuche zu vermitteln, das ist, dass es gerade beim Akt gibt es keinerlei Entschuldigung, jetzt herzugehen und das nicht nachvollziehen zu können. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mal, wenn man eine Pose jetzt sieht, die ein Modell einnimmt, dass zum Beispiel auf der einen Seite Spannung ist und auf der anderen Seite dann das so zusammengefaltet ist, dann ist es so, dann kann man auch einmal versuchen, diese Bewegung mal nachzumachen, und dadurch, dass das jetzt auch ein Mensch ist, kann man eine gewisse Empathie dafür zeigen, und man muss auch nachspüren, was da in dem Körper vorgeht, wo Spannung ist, wo ein Muskel angespannt ist und so. Und ich glaube, dann kann man es auch besser zeichnen, oder? Das haben wir auch gemacht in Grundstudium mit manchen Kursteilnehmern. Wir haben auch versucht, sowas zu und die machen ganz gerne, ja, plötzlich zu springen in eine Modellstelle, egal ob das mit Kleidung, aber wenn ich habe jetzt solche Stellung, ja, und da ich muss bleiben 30 Minuten, ja? Ja. Und dann ich frage jemand, komm hier und versuch zu schau, wie läuft bei dir, ja. Ja? Und dann erste 5 Minuten, okay, cool, 10 Minuten, naja, vielleicht kann ich bewegen, natürlich kannst du bewegen, aber wie war das? Ja. Wie ich habe, und es gibt ein paar Sachen, was kommt natürlich mit Erfahrung, aber das sind auch immer gute Übung für Kursteilnehmer. Und egal welche, das muss man auch, kann man auch zu Hause probieren. Aber diese Yoga-Stellungen, diese Symmetrie macht mich fertig. Das ist nicht, wir brauchen ein bisschen, wie sagt man, so wie wenn wir sehen, was Stefan hat hier in Boden, solche
mischt mit Bewegung, mit unruhigen oder manchmal ruhigen Situationen. Und da ist eine Inspiration, weil die Sache, diese schöne Ordnung und so weiter, wir haben einen Alltag zu oft. Ja. Und weil wir ja heute noch ein Porträt zeichnen werden, um mal zum Porträtmalen zu kommen. Wie ist denn der Unterschied zwischen für Akt zu sitzen, zu posieren, im Vergleich zum Porträt sitzen? Was würdest du sagen? Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, weil mit in Porträt musst du ganz ziemlich ganz genau Kopf halten, weil die minimale Bewegung macht viel Unterschied für Zeichner. Ja? Mit Akt, wenn ich habe ein bisschen kleine Bewegung, dann still siehst du fast in gleiche Proportionen. Das ist, wenn ich nur ganz kleine. Aber hier, wenn ich mache nach oben oder nach unten meinen Kopf, oder wie manche Modelle, die kommen und stehen. Ja, okay. Ne? Oder das ist Standard, wenn es ganz ruhig und so weiter, niemand spricht, starke Licht ist im Gesicht. Deswegen tragen manche Modelle zum Beispiel Sonnenbrillen, oder? Denn manche Modelle haben Sonnenbrille, aber es auch, musst du wirklich, da kannst du nicht müde kommen mit dir. Ja. Mit Akt kannst du ein bisschen auch nach Party nächsten Tag kommen und kannst du auch Akt machen. Aber das für mich das war immer schwierig, wenn ich habe nie genug geschlafen und dann ich muss morgen früh schon in eine Volkshochschule, wo es keine Musik. Wir haben normalerweise hier Musik, vielleicht wir spielen irgendwo. Und wenn es keine Musik, die Wände sind nur weiß, weil das ist kein Atelier, das ist nur Volkshochschule. Ja. Und dann ist ruhig, und dann ist wirklich schwierig. Ja. Dann kommt Janusz. Ja. Wobei, das ist, ich glaube aber trotzdem, also eine Sache, die ich immer wieder erlebt habe, ist, dass diejenigen Modelle, die das ernst nehmen und die das wirklich auch als Beruf betreiben, die bereiten sich gut vor, üben auch. Und das andere ist auch, die sind in der Regel ausgeruht. Wir haben das ja zum Beispiel hier schon einmal gehabt, dass bei einem der Kurse dann so ein junges Mädel dann einfach nicht gescheit isst und raucht und dann nach 5 Minuten auf dem Podest ohnmächtig, also fast ohnmächtig wird. Also der Kreislauf fährt runter und dann ist aber die Sitzung vorbei. Weil die kommt gar nicht mehr, die schafft es gar nicht mehr. Da muss man aufpassen, weil das ist wir brauchen ziemlich viel Kraft. Und natürlich, das war auch eine sehr schöne Phase, wenn in dieser Zeit, wir haben viele Modelle von einer modernen Tanzschule, dass die ganze Bewegung von was wir brauchen, Unsymmetrie, genau. No symmetry, because it's boring. Sorry, it's boring. I forgot that I have some people in English. Du kannst auch Polnisch reden, weil ich habe echt einige Polen im Publikum. Zum Beispiel die Mimesis. Ne, das ist in dem Fall, ich kann die Biermarke nicht sagen, also das ist ein Münchner Bier, aber in dem Fall, Janusz, wir sollten mal kurz, weil unsere Münder sonst trocken werden. In diesem Sinne, also wir dürfen leider keine Werbung machen, obwohl wir natürlich in den Räumlichkeiten dieser Brauerei uns aufhalten, oder? Na zdrowie. Na zdrowie. Pozdrawiam wszystkich rodaków, rodaczki rodaków. Nie wiem, czy to w tej chwili się też tak Warte, ich schalte dich mal auf groß, falls du an dein polnisches Publikum dich wenden möchtest. Tak, chciałem pozdrowić moich kochanych rodaczki. Du kannst gar kein Polnisch, oder? Wie mir scheint. I chciałem zaprosić do Akthofu. Nie wiem, znaczy podejrzewam, że wszyscy rozumieją niemiecki czy angielski. No i zapraszam na kursy i tak właściwie to nie będę za dużo mówił po polsku teraz, innym razem może, bo inni się zdziwią, że jak powiem 333 999, what means this?
Ja, yeah, what means this? That is the big question, what means it? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat. Das kann natürlich sein, dass er gesagt hat, ich bin Volltrottel und ich soll das mit den Livestreamen lassen oder so, ne? War das da dabei? Something like that. I thought so. So, okay, jetzt kommt natürlich, leider muss es dann nachlesen, weil nämlich die Mimesis schreibt natürlich Rodakov. Rodakov? Rodakov. Rodakov. Das ist eine Kollege aus Russland wahrscheinlich. Mhm. Oder Ukraine. Nein, Mimesis kommt aus Polen. Ansonsten, meine anderen Polen sind ja dabei, sind alle im Urlaub. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wir sind nämlich schon 30 Minuten im Stream und wir werden dann noch weiter plaudern. Also ich bin jetzt auch auf der großen Kamera noch, falls es dich interessiert. Und in dem Fall werden wir jetzt zeichnen. Und yes. Bist du aufgeregt? You want to say something. You want me to take off my head. No. The head. The head. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Sonnenbrille unbedingt möchte. Okay, dann Sonnenbrille. Weil, ob man es glaubt oder nicht. Watch out. Wow. Rodakov. Rodakov. Rodaku. Ah, Rodaku. Cześć, Rodaku. Ich glaube, mache ich dich mit. Nein, Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob mir die Perücke gefällt. Nee? Ich bin mir nicht sicher. Okay. So it's especially my outfit for this evening. Yeah. Because actually he have already some demonstration in YouTube with Janusz with painting. Please stimmt. Watch that. Den werden wir verlinken, den verlinkt man dann oben. Ne? Yeah, also, weil Janusz habe ich schon mal hier am Abend mal zu einer Demo dann porträtiert und den gibt es auch hier auf meinem Kanal. Ja, yeah. Okay, now I am dressing off live. Warte, jetzt bin ich auf der Kamera. Yes, we love it, baby. Yeah. So, So. Maybe you have to correct light now. Na, das ist jetzt alles gut. Also die andere Problematik bei der ganzen Geschichte, ich werde nämlich jetzt hier umschalten. Das heißt, ihr seht jetzt im Bildschirm, bist du jetzt zu sehen und wir sind zu sehen und dieses Blatt hier ist zu sehen. Ne? Okay. Mahorna. Grüße an Janusz. Wie immer am Essen oder Trinken. Ich weiß nicht, wer Mahorna ist. Kennen Sie Mahorna? Du müsstest deinen Namen dann schon noch dazugeben, also sonst haben wir ein leichtes Problem. Also, ich werde, glaube ich, also vielleicht damit noch ein bisschen Benefit, ein Lehrbenefit ist, ne? Ist natürlich so die Sache, was der große Vorteil ist, das ist, dass wir hier diese Kamera aufgebaut haben. Das heißt, wir sehen jetzt alle drei Sachen, also darum kann ich jetzt über alles reden. Das heißt, wir haben hier die Totale, wir haben hier die Kamera und haben hier das Bild zu sehen. Wobei aber dieses Bild ein bisschen ruckelig ist, ich weiß nicht warum. Nämlich, beruhig dich noch mal kurz, also okay. Noch wach bleiben, ein bisschen. Das ist echter Wahnsinn, ne? Also, nämlich, es ist so, ich möchte euch jetzt mal darauf hinweisen, ich habe jetzt das Licht eingerichtet, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal noch einen gesonderten Video darüber machen, über die Lichtsituation beim Porträt. Also das heißt, was ich jetzt eingerichtet habe, das nennt man Loop Lighting. Und ich mache das jetzt aber so, dass ich normalerweise die Lampe rumtragen würde, was aber hier mit, wie ihr seht, bei dem Aufbau relativ schwierig ist. Dementsprechend bitte ich jetzt dann den Janusz, dann den Kopf zu drehen und ihr werdet es in dem einen Bild, oder besser gesagt, ich werde nochmal umschalten auf den Janusz. Ich werde es jetzt nochmal, du bist jetzt groß drin. Ich möchte nämlich jetzt zeigen, die verschiedenen Lichtsituationen. Diese Lichtsituation nennt man Loop Lighting. Ich habe nicht einmal irgendwie einen besseren Namen dafür, weil es ist nur, ich weiß nur das englische Wort, wo ihr seht, dass die Nase einen Schatten macht, wo dann das Licht drumherum geht und das Licht auf der von uns aus gesehen linken Seite dann auf die Wange geht. Also das heißt, wir haben das Licht, das geht über den Mund rüber zur Wange. Das ist zum Beispiel ein Licht, wenn man malen möchte, also wenn man eine Frau porträtieren möchte, ist das ein relativ gutes Licht, weil sehr viel vom Gesicht im Licht ist und die Schattenflächen ziemlich oder sind kleiner im Vergleich zu den Lichterflächen. Wenn du jetzt mal den Kopf Richtung Licht drehst, dreh mal weiter, dann ist es so, und noch ein bisschen, das wäre jetzt hochfrontal. Also das heißt, sein Gesicht ist direkt in Richtung des
Scheinwerfers. Von meiner Position ist es ziemlich gut zu malen. Wenn ich aber direkt auf ihn drauf schauen würde, hätte er kaum Schatten im Gesicht. Das heißt aber auch, seine Augenhöhlen sind auch ziemlich gut beleuchtet. Und das ist natürlich auch so eine Sache, das ist nicht unbedingt ein gutes Malerlicht. Drehen wir den Kopf jetzt wieder in die andere Richtung. Weiter, 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 weiter. Und noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt sehen wir noch ein bisschen zurück. Ein bisschen zurück. Den Kopf. Stopp. Ja, genau so. Das würde man in der Szene Rembrandtlicht nennen. Weil da auf der schattierten Seite so ein Dreieck entsteht von dem Licht und der Nasenschatten sich verbindet mit den Wangenschatten. Das Ganze ist aber so, das würde man ein bisschen deutlicher sehen, wenn ich das Licht bewegen würde. Das heißt, sein Gesicht würde frontal bleiben und ihr könntet es dann sehen. Das ist natürlich auch ein sehr dramatisches Licht, wobei wir aber jetzt auch das Licht so eingerichtet haben, dass es nicht ganz so super dramatisch ist. Also das heißt, die Hell-Dunkel-Verteilung, weil sonst hättet ihr nämlich auf der Totalen hättet ihr gar nicht mal wirklich so viel gesehen. Und drehen wir den Kopf nochmal bitte her jetzt. Gerade. Genau. Und was jetzt echt der Fall ist, ich muss es echt glatt machen, nämlich ich sehe es gerade, gute Vorbereitung ist auch was wert. Ne? Ich mache jetzt das Licht noch ein bisschen dramatischer in den Augenhöhlen. Yes. Ja, ne? Ja, genau, das ist total super. Ne? Das heißt, dadurch, dass ich das Licht jetzt minimal hochgenommen habe, habe ich jetzt von der Augenbraue bis zum Auge, habe ich jetzt einen größeren Schatten. Eben auch auf der linken Seite, wo der Schatten auf der Nase oder der Nasenschatten ist, verbindet der sich jetzt mit dem Auge. Was natürlich aber auch so eine Sache ist, die ziemlich wichtig ist, das ist, dass, also bei der Fotografie ist es wichtig, beim Malen nicht unbedingt, dass ich ein Glanzlicht im Auge habe. Das ist auch das, was der Janusz vorhin schon gesagt hat, das ist manchmal echt ein bisschen hart, weil es dann auch anstrengend ist. Also gerade bei so einem brutalen Licht ist es echt ziemlich heftig. Gib mal den Kopf nach unten. Ja. Das ist auch so, ihr könnt euch immer überlegen, es muss nicht immer dieses Standard-Passbild-Ding sein. Und dreh mal den Kopf jetzt wieder in beide Richtungen. Erstmal die, ja, genau. Seht ihr das? Stopp mal. Janusz hat natürlich auch ein ziemlich gutes Gesicht in dem Sinne, dass die Architektur vom Schädel gut zu sehen ist. Also das ist dann schon so eine Sache. Das heißt, wenn ihr jetzt einen sehr jungen, fülligen Menschen habt, dann habt ihr natürlich ein schönes Volumen, aber leider könnt ihr die Kopfstruktur nicht so gut sehen. Und dreh mal bitte den Kopf jetzt wieder in die andere Richtung. Stopp. Und da ist es jetzt so, wenn ihr jetzt mal die Augen... Oh, das ist, glaube ich, das werde ich sogar zeichnen. Ui, schaut gut aus. I love it. Baby, that's it. Noch besser. Aber das Ding ist, du musst dich nämlich nicht ein... Ich habe jetzt wieder umgeschalten auf die... Ich habe keine Ahnung, warum die eine Kamera ruckelt, aber vom Prinzip her ist es die Kamera, wo ich drauf zeichne. Und da ist es sowieso wurscht, ob das jetzt so flüssig ist. Ich mache aber zwei Zeichnungen. Ich möchte nämlich kurz was zeigen, nämlich erst die Konstruktion, wie ich anfange. Dreh mal den Kopf ein bisschen wieder her. Ja, nochmal. Und den Kopf hoch wieder. Ja, weiter. Ja, genau. Also die Frontale ist natürlich immer relativ hinterhältig, weil die Sache, mit der ich anfange, ist, das nennt man irgendwie in der Szene Gesture. Also das heißt, ich mache erst einmal den Grundeindruck des Kopfes. Wie heißt das? Geste. Gesture. Gesture. Aber es gibt eigentlich keine gute Übersetzung, weil die Geste ist ja eigentlich eine Geste, das ist eine feine Geste oder sowas. Aber was die Amis damit meinen, ist wahrscheinlich das deutsche Wort Gestalt. Also so die Anmutung von dem Gesamten. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich grundsätzlich schaue, dass ich mir überlege, das ist jetzt auch nicht besonders einfallsreich, weil der Kopf natürlich genau in der Mitte ist, aber was ich mir natürlich überlege, wie groß der Kopf ist. Das heißt, grundsätzlich lege ich das natürlich fest und ich arbeite erstmal mit einer Eierform, also mit einer Ellipse, sagen wir mal. Und dementsprechend ist es so, dass ich jetzt hergehe und schaue erstmal, dass ich als allererstes auch eine Grundform definieren. Das heißt, dass Breite zur Höhe ungefähr stimmen sollte. Und was ich aber auch machen kann, das könnt ihr dann sehen, ich kann messen vom Kinn bis zum Auge. Und es ist tatsächlich so, dass da und da, wenn ich das Kinn mache, dass die Hälfte die Augen sind. That's a matter of fact. Es gibt aber auch Menschen, die abweichen von dieser Proportion. Das muss man natürlich dann immer schauen. Und was beim Janusz natürlich der Fall ist, das seht ihr jetzt natürlich auch, dass bei ihm die Wangen dann schmäler sind. Das heißt, der Kopf oben ist ein bisschen breiter und dann läuft es so zusammen.
Also das heißt, so die Grundform ist dann die, und dann habe ich jetzt hier auch noch den Bart. Und wenn ich erst einmal das hier richtig habe, und das ist das Erste, auf was ich mich einlasse, das ist, dass ich, jetzt habe ich hier den Wangenknochen, da ist das hier, und ich mache das auch ganz oft mit Geraden. Die helfen mir, erst einmal so diese Grundform, die Grundformen genauer zu definieren. So. Und wie ihr jetzt auch schon wunderbar sehen könnt, ist es so, dass ich schon auf der Siegerseite langsam bin, weil nämlich die Grundform und die Silhouette ich erfasst habe. Also ich muss noch ein bisschen deutlich machen, dass ihr das besser sehen könnt. Da gehen die Haare dann raus, da ist das Ohr. Und das, was dann da drin ist, was ich auch immer mache, das könnt ihr hier sehen, ich nehme meine Hand und rubbel auf diese Oberfläche rum, was dann den großen Vorteil hat, dass ich dann auch immer ein bisschen einen Grauwert dann erziele. Geht's dir gut, Janosch? Soll ich den Heizer anmachen? Ich war weniger Modell. Ich hatte auch im Winter keine Heizung gehabt. Ehrlich? War sehr günstig. Weil du aus Polen kommst, weil ihr in Polen sowieso keine Heizungen gehabt habt. Ihr habt immer gefroren. Das kannst du auch aus Russland kommen und brauchst du Heizung. Noch mehr. Was aber echt das Ding ist, das ist der Andrew, der immer da war. Der Andrew, seitdem ich den kenne, Andrew. Der ist immer im T-Shirt rumgelaufen. Egal wie, das ist, wo du denkst, oh, es ist kalt und so. Und er hat dann echt. Ja, natürlich, because he is coming from Canada. Ja, from Canada. Hello, Andrew. Ja. By the way. Hi, Andrew. Hi, Andrew. Maybe. So, gut. Es schaut fast wie Kohle aus. Fragt ihr schon wieder? Okay, es ist wieder was Technisches. Es tut mir leid, ich vergesse es dann immer wieder. In dem Fall ist es eine Reiskohle, mit der ich zeichne. Ihr werdet sehen, ich werde es dann auch abkürzen. Also ihr seht, vom Prinzip her ist es so, dass ich jetzt schon auf der sicheren Seite bin, weil ich die Grundanmutung oder die Gesture, die habe ich jetzt gezeichnet. Was ich auch sehe, das könnt ihr jetzt im Videobild sehen, dass diese Schulter höher ist, er sitzt ein bisschen schief und das macht das Porträt interessanter, weil der Kopf frontal ist und dementsprechend ist es so, dass diese Schulter hier... No symmetry. Ja, no symmetry. Und dann geht das hier runter. Das heißt, ich habe jetzt hier, sehe ich weniger vom Hals, da ist der Bart. Und ihr seht, die Augen und Nase interessieren mich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Und dementsprechend ist es so, dass ich jetzt auch hergehe und mache das jetzt erst einmal auch über die Architektur. Das heißt, ich schaue, die Architektur kann ich auf der Schattenseite ziemlich gut erkennen, weil da, wo die Form sich verändert, also das heißt, wo sie eine entscheidende Veränderung macht, fällt sie in den Schatten. Das ist auf der Lichterseite nicht ganz so deutlich, aber auch gut zu sehen. Also ich denke, auch auf dem Videobild kann man es ziemlich gut sehen, muss ich sagen, weil die Beleuchtung gut ist. Eine andere Sache ist auch nochmal, ich definiere dann auch gleich die Höhe der Ohren, damit ich einigermaßen weiß, wie der Kopf geneigt ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Schläfe mache, dann ist die hier auch. Und jetzt habe ich hier die Augen und dann ist es aber auch so, dass hier diese Augenhöhlen sind. Und was auch so eine Sache ist, das ist, die Mittellinie ist wichtig und weil er frontal auf mich schaut, ist es ziemlich symmetrisch. Ziemlich ist gut gesagt, das ist symmetrisch. Ne? Und jetzt ist es hier, wenn ihr das anschaut, ist es so, da habe ich jetzt die Augenhöhle reingezeichnet. Und ich gehe erst einmal immer auf die Augen zum Beispiel, das linke Auge, das ist, wenn ich die Augen zusammenkneife, sehe ich das gar nicht einmal wirklich so gut. Und dann zeichne ich es auch nicht. Dann gehe ich auch nicht ins Detail dafür. Was natürlich auch die Sache ist bei diesem Reiskohlestift, der Vorteil ist, ich kann natürlich mit meinem Kneti hier arbeiten. Das ist hier so ein Knetgummi. Und jetzt habe ich hier den Nasenrücken. Und das, was ich immer wieder mache, ist, ich gehe auf die Symmetrie ein. Mache ich das Jochbein, mache ich das andere Jochbein. Habe ich hier die Nase, habe ich hier diese Falte, mache ich die andere Falte. Wo ist der Mund? Wo ist dann hier das Kinn drin? Und ihr seht schon, das ist, ich gehe von der einen Seite auf die andere Seite und so formt sich dann der Kopf schon. Das heißt, er hat jetzt dann da die Nase, dann habe ich hier den einen Nasenflügel, dann ist da der andere Nasenflügel. Und eine andere Sache, die ich auch mache, ist, dass ich grundsätzlich nicht unbedingt den Stift vom Blatt nehmen. Also ich lasse es dann,
Ich hebe ihn manchmal hoch, aber im Grunde ist es trotzdem so, dass ich das Ganze flüssig mal und auch hier, seht ihr, ich verrubbel das Ganze schon. Ne? Janusz hat sich schon so, wenn ich ihn nicht besser kennen würde, würde ich ein bisschen Angst haben. Aber ich habe es auch schon mal erlebt, dass das Modell, kann sich erinnern, da ist der Vassili ist nicht gekommen. Der ist einfach nicht aufgetaucht und hat auf einen Anrufbeantworter, glaube ich, kurz vorm Kurs gesprochen. Und dann musstest du einspringen. Und dann war der Janusz stark gesessen und er hat ausgeschaut, als ob er gleich jemanden umbringen möchte, weil er echt keinen Bock gehabt hat, Modell zu sitzen. Es war kein Spaß, den Janusz zu zeichnen. Weil du echt ausgeschaut hast, kill, 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 kill. Aber das passiert manchmal, wenn du gehst in innen mit deinen Gedanken, ja. Dann manchmal das schaust so. Ja, genau. Das ist, wenn du dann irgendwas, das ist dann auch so, ich habe das dann schon oft erlebt, wo ich dann zum Modell gesagt, bitte, wo ich gesagt habe, bitte denk an was anders. Das ist echt wirklich so, das ist dann echt zu hart. Also ihr seht schon, was ich da mache, ist, dass ich jetzt nicht unbedingt mich aufs Detail einlasse. Du hast den Kopf immer weiter, den Kopf ein bisschen minimal hoch. Genau, ja. Ah, du willst mich testen, du harter Lump, du harter Lump. Da brauche ich erstmal einen Schluck Bier. Also, ich schau mal kurz, gibt es irgendwas? So, also, ist irgendwas Wesentliches im Chat? Nee. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie jetzt. Oder schweigt für immer. If you have some question, please write now. And ja, und deine Groupies können natürlich auch sich melden. Ne? Also, ne? Falls sie irgendwelche. Also, das Einzige, was wir nicht machen, ist, ich gebe den Janusz seine Telefonnummer nicht her. Ne? Das würde zu weit gehen, weil das ist jetzt nach diesem Stream, wird es einfach so sein. Ruf mich an. Ruf mich an. So. Baby. Okay. Also ihr seht jetzt schon, eigentlich so den Grundausdruck habe ich und je nachdem, wie viel Zeit ich mir nehme, dementsprechend kann ich das Ganze gegenständlicher und realistischer machen. Was natürlich auch so eine Sache ist, möchte ich euch zu bedenken geben und das ist eine Sache, die hier im Arkthof auch wirklich gelehrt wird und ich habe echt Jahre gebraucht danach, nach der Akademie, bis mir jemand gesagt hat, wie man den Stift halten soll. Weil das hier geht gar nicht, bei Kohle schon gleich gar nicht und das andere ist aber, dass eure Bewegung viel zu klein ist. Ne? Ganz du kannst wichtig. Auch in diese Kamera den Daumen zeigen. Ne? Du bist ganz wichtig. Ja? Und das ist echt schon so eine Geschichte. Und das Coole ist aber auch hier an dem Kohlestift. Ich mache es jetzt mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wir können ja machen. Janusz, hast du heute noch was vor? Was meinst du? Ob du noch was vor hast heute? Nein, okay. Ich habe nur für dich ganze Abend reserviert. Oh Gott. Bis morgen Frühstück. Oh wei. Das heißt, es wird dann noch einiges an Bier die Isar hinunterfließen. Also, insofern. So. Also das heißt, jetzt habe ich das Grundsätzliche und jetzt gehe ich noch einmal durch den ganzen Kopf durch. Und ich mache das jetzt so, dass ich mich durchkorrigiere und ich werde das Ganze aber. Ich werde nämlich nochmal eine machen, eine Skizze. Wir sind sowieso gut in der Zeit. Und ich werde jetzt aber auch der Kopf. Nee, andere Richtung. Ja, genau. Ja, das haut hin. So, ich mache jetzt exactly. Mal. Here is one point. Because we don't have to as model stay all the time so in exactly in one direction. Because we are just people alive, yeah. And sometimes if you don't feel any more your body, you have to just move a little bit. Und der Maler trinkt? Yeah, if you like, then you have like a refreshing, ja. Then you... Ja, yeah, es schaut viel besser aus. Oh, er ist wieder motiviert. Oh, das muss ich jetzt zeichnen, dieses süße... Geschmeidige Lächeln. Ich habe dich jetzt gerade gemalt, als ob du irgendwie traurig bist. Oh, dein Augenring habe ich zu tief runter gemacht.
Okay. Das Gute daran ist beim Porträt, es ist schon, ich finde Porträtzeichnen schon ziemlich lustig, muss ich ehrlich sagen, weil manchmal ist es dann so, dass dann der Gesichtsausdruck, weißt du, jeden Strich, den du machst, verändert immer das Gesicht dann so. Also das ist so, weißt du, der Mundwinkel rauf oder runter oder alles schief oder irgendwie total blöd. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das oft sehr amüsiert. Nur dürfen wir da dem Modell dann keine Pause geben, weil wenn dann das Modell das sieht, dann ist dann der Dargestellte gerne mal, oh, du hast mich so hässlich gemacht, schau ich wirklich so scheiße aus. No? So, ich glaube, ich habe dir die Nase zu weit runtergezeichnet. Das wäre jetzt auch noch so eine ganz gute Geschichte, um euch zu erklären, wenn ihr die Nase macht, das ist ja immer das Problem, wir haben ein Problem, wo sie anfängt. Das weiß man nicht so genau. Also das ist jetzt ein bisschen lapidar gesagt. Nämlich, das, was man nicht weiß, ist hier dieser Ansatz, wo der Nasenrücken ist. Und das kann man schwer messen. Was man aber messen kann, ist das hier, dieser Abstand zu dem. Und da sehe ich, dass der zu weit ist bei mir. Das heißt, da ist diese Nasenfalte, das heißt, ich habe hier das Auge, da ist dann das, der Abstand, dann der Abstand und dann der Abstand. Und da wäre jetzt dann der Nasenflügel. Und das kann ich aber auch wieder hochziehen. Ich kann schauen, okay, das ist jetzt hier so in der Tränendrüse ein bisschen drin. Und da werde ich dann noch das Licht machen. Und dann habe ich hier das Nasenloch, da die Nase, dann habe ich den anderen Nasenflügel und da wäre jetzt wieder diese Falte. Und da habe ich dann diese Fläche hier. Das ist so, da geht es da so runter. Na? Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Ich kann es immer am Bildschirm sehen. Das ist total cool, weil ich es dann kleiner sehe. Das ist natürlich, das hilft mir manchmal, weil ich manchmal echt wirklich betriebsblind bin, wenn ich hier davor sitze, weil ich mir irgendwie so davor klebe und denke mal, no. Oder besser ist im Nachhinein. Das wäre gut, wenn ich konnte sowas sehen, aber leider nicht. Ja, nee, das finde ich aber total unangenehm, wenn das Modell einen Spiegel hinter mir hat. Das finde ich nicht so gut, weil dann merke ich einfach, dass dann das Modell so macht, ne? Wenn's dann, wenn ich Scheiße zeichne, was fast nie vorkommt. Das ist gut, da bin ich jetzt zu niedrig. Das ist gut, das muss ich ein bisschen höher setzen. Maybe next time you can ask people to draw with you at the same time. Ja, das ist in dem Fall, können sie das sogar, ne? Maybe this will be great. Ja. To this progress, this process. Ja. Dass die machen mit, ja. Und genau, und zeigen ab und zu. Das hier, da ist das, da ist dann das, da ist das, das ist ein bisschen dunkler, da ist das Ohr ist. Das ist ein Computer, wie der orgelt, das ist unglaublich. Der arbeitet ganz schön. Der Mund, der Mund. Ihr seht, das Nette ist an dem Knetgummi, dass man schon jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und kann einfach auch einmal jetzt nur einen Ton drüber legen und habe die Möglichkeit dann diese Lichter raus zu radieren. Man muss nur aufpassen, dass das Ganze dann nicht zu krass ist, dass dann nicht zu viel grau ist, weil dann schaut es dann immer aus, als ob jemand im Bergwerk gearbeitet hat. Also das ist dann so ein bisschen kontraproduktiv, wenn es dann so zu viele, man nennt es dann in der Szene zu viele Tonwertwechsel sind. Die wären so das Ding. Das Coole ist aber, durch dieses Verunklären habe ich wieder neues Spiel, neues Glück. Das ist natürlich so, dass ich dann wieder neue, ja, das ist cool, Mensch Janusz. Wobei, es hat schon heute schon jemand kommentiert, dass ich dich ja wahrscheinlich schon aus dem FF zeichnen kann, ne? Also weil ich dich schon so oft gemalt und gezeichnet habe. Genau, aber ich habe noch eine Question. Was denkst du? Ja. Was, wenn du hast Porträt, wo Model schaut genau in deine Augen, ja. Am Ende die schaust vom Bild genau zu dir, egal wo du stehst. Ja. Oder wenn ich, so wie ich schaue aus dem Bild. Du schaust aus dem Bild? Ja, ich schaue zum deine Nase. Echt? Da unten, ja.
Aber wenn ich, das wäre anderes, wenn ich schaue direkt in deine Augen. Schaust du jetzt in mein Auge? Mach mal den Unterschied bitte. Jetzt schaust du in mein Auge. Jetzt in deine Nase. Jetzt in deine Augen. Das ist aber minimal, das sehe ich fast nicht. Nee? Nee, das ist, macht keinen Unterschied, keinen großen. Also das ist so, ja. Aber das, ja, okay, das ist zu weit ein bisschen, ja. Weil das ist so wie in wie Moderatoren, wenn wir... Im Fernsehen oder was? Genau. Achten die da drauf? Weil die schauen... Wo schauen die dann in die Kamera? Direkt in die Kamera. Okay. Genau, dass die lesen, die müssen lesen. Ah, von Teleprompter, oder? Von Prompter, ja. Genau. Ah, okay. Ihr seht jetzt, wenn ganz launige Gespräche. Das ist cool. Also es schaut schon eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das ist so, wie es ausschaut. Ich werde es jetzt fertig machen. Ne? Mhm. Also weil es ist... Mach fertig. Ich werde keine zweite machen, sondern ich mache die Zeichnung fertig, weil die eigentlich ziemlich cool ausschaut. Also du schaust einfach cool aus. Muss man einfach sagen. Ja. Ist es deine natürliche Haarfarbe da unten am Kinn? Ja, natürlich. Entschuldigung. The local, ne? Are you born with this? Oh yes, color. Indeed. Meinst du, dein Bruder schaut zu aus Australien? No, he will look later. Ach so, this time is 4 o'clock in the morning. Ach so, ja, okay. Ah, okay. Hast du ihn vorhin gegrüßt, wie du geredet hast? Ja, yeah, I would like to meet in the end. Ich wollte am Ende ein paar Leute begrüßen. Ja, okay. Dann machen wir noch einen guten Schluss. Aber der Schluss ist noch nicht so weit. Ihr müsst jetzt noch dabei bleiben. Es sind jetzt auch ordentlich viele Leute gewesen. Ne? Ja, schön, cool, ja. Leute. Also, ich weiß gar nicht, wie viel aus München. Schreibt da mal, wer aus München ist. Ne? Niemand. Also, doch, vom Akthof. Wer war schon alles im Akthof? Bitte kommentieren. Wer kennt uns persönlich? Also besser gesagt, den Janosch, die alte Zuckerschnute. Ja, vielleicht die kennen mich als Modell, aber nicht von Porträt. Nee. Also das ist so, wer im Akthof war, der kann sich immer an dich erinnern. Du wirst nie aus seinem Gedächtnis rausgehen. Ich vermute mit meiner Nase. Was ist mit deiner Nase? Ja. Was vermutest du mit deiner Nase? Das kannst du nicht vergessen. Ich habe die schon gezeichnet. Genau. Ich bin schon tippitoppi nasenmäßig unterwegs. Also die ist schon, ich bin eigentlich schon, jetzt, ich muss dann irgendwann, Achtung. Und falls es dich interessiert, den habe ich von dir entwendet. Sehr gut. Darf ich mir den ausleihen? Ja, bitte. Okay, dann ist gut. Bitte, ich schicke dich Rechnung später. Ja, so ist es halt einfach. 1 Euro. Weißt du, was schrecklich ist? Ich habe dich schon wieder viel zu jung gemacht. Du schaust einfach aus wie 15. Ach nee, du musst erfahrenen Mann zeichnen. Also erfahrenen Mann. Ja. Und das ist aber schon so, also falls ich jetzt mal wieder... Der Norbert von Bertoldi ist dabei. Yes, wenigstens einer. Andrew James Judd! You know what he said? How much are you paying the model? What do you mean by paying? Booze! That's the thing. Er hat sich schon beschwert, dass er wieder für lau arbeiten muss. Also, okay, he already complained. Andrew, you know how it is. You know reality. You know reality. Yeah, the reality is so bitter. It's a bitter reality. So. I hope only that he does a very good job. Oh, under pressure. Yes, please. So, Achtung, jetzt kommen die Highlights. Ich könnte natürlich noch was zum Besten geben, nämlich um mir zum Beispiel so einen Stift zu spitzen, machen wir das in der Szene immer so. Ne? Also das heißt, wir nehmen, ich mache jetzt ein bisschen Unordnung hier am Boden, aber das heißt, so sieht man das? Das sieht man ja, dass ich das... Und ich hobel immer ein bisschen was weg, weil... Du kannst jetzt nochmal trinken, Janosz. Genau. Entspann dich. Sei ganz locker. No?
Da. Und dann lege ich möglichst ein bisschen mehr von dem Stift frei. Was das Gute daran ist, wenn ihr das, also erstens sollte der Cutter echt, oder wie man in Österreich sagen würde, das Standing-Messer, der Cutter sollte wirklich scharf sein, weil sonst, ich dürfte es gar nicht zu früh sagen, die Mine abbricht. Deswegen ist es auch geschickt, ein bisschen vorsichtiger vorzugehen und langsam das Ganze dann zu entholzen. Das ist so das Ding. Entholzen. 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 Holzen. So, jetzt habe ich da den Stift gespitzt. Und das, das kann man dann auch so machen, dass es auch so flach ist. Das macht ein Spitzer auch nicht. Weil, jetzt zum Beispiel hier, die Konstruktionslinie hier, die kann ich wegnehmen. Und auch zum Beispiel solche, diese Zornesfalten, die er hat, die werde ich jetzt nicht machen. Die kann ich, also als allererstes gehe ich logischerweise auch auf die hellsten Stellen ein. Ah, das ist cool. Oh, leck. Und ihr seht, wenn ich jetzt ein Auge schon mal definiere, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Ist mal, hi, Mim. Ich muss mal kurz, Stefan, gute Sitzung, hihihi. Die Augen sind irgendwie melancholisch humorvoll. Ja, Janusz ist, das ist eigentlich keine, es gibt keine bessere Beschreibung von Janusz als melancholisch humorvoll, oder? Wow. Das bist du doch, oder? Das wäre eigentlich eine total gute Beschreibung für dich. Vielen Dank, ja? Vielen Dank. Ja? Aber ich bin nicht jedes Mal so. Ja, er ist nicht jedes Mal. Nee, ich muss ruhig bleiben, weil wenn das wäre Akt, ich könnte ein bisschen mehr sprechen. Ja. Sag das jetzt nicht, weil die wollen die ganze Zeit schon, dass du blank ziehst. Ja? Aber mit Porträt, ich kann nicht quatschen, sonst wäre es schwierig zu zeichnen. Ja. Nennen. Zeichnen. Zeichnen. Lernen. Cool. Das wird voll gut. Also, insofern ich es beurteilen kann. Ne? Das Ding ist ja, ich weiß es dann immer nicht. Weil ich dann echt manchmal ein bisschen betriebsblind bin. Ja, nicht schlecht. Also, das sind halt die Schwierigkeiten, mit denen man kämpfen muss. Also, das Gute daran ist, ihr seht ja, ich bemühe mich da so zu geben, was zu geben ist, aber wenn die Modelle einfach so Dings sind, ne? Scheiße. Oh. Okay, okay. Ja, also, okay. Weiter geht's. Tippitoppi. So, das eine Auge. Und da ist es so, wenn ihr jetzt ins Detail geht, habt ihr natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass ich die ganze Zeit so gezeichnet habe, macht er natürlich eine gute Spitze. Und dementsprechend ist es so. Und ich werde es auch, ich mache das ganz oft so, dass ich nur ein Auge richtig gut oder deutlich ausarbeite und das andere nicht ganz so. Damit ich auch diese Priorität des Auges habe. Brauchst du nicht, oder? Genau, das andere hätte ich gebraucht. Okay, okay. Meinst du, diese künstliche Auge brauchst du? Wir hatten, ich meine, wir könnten jetzt in Anekdoten uns aufhalten. Wir hatten in der Schule hatten wir eine Schulkollegin und da war das so, dass ihr Bruder hat ihr das Auge ausgeschossen mit Pfeil und Bogen und sie hatte ein Glasauge. Und die hat dann, wenn sie besonders launig war, war es dann so, dass sie das Glasauge rausgenommen hat und sie hatte lange blonde Haare, hat dann die Haare so übers Gesicht und hat dann das Glasauge drauf. Und dann sind die Haare hinter das Auge und unten wieder raus. Oh mein Gott. Es war wie Gruselfilm. Es war echt, echt ziemlich scheußlich. Also sie hat auf jeden Fall Mörder-Heads dabei. Also sie fand es lustig. Soll ich probieren? Mach mal. Kannst du dein Glasauge rausnehmen? Ja, ich habe nicht Augeglas, aber etwas anderes. Aber dann ich mache jetzt nicht. Nein, mach nicht. Das ist so, dann ist es nicht mehr jugendfrei. Und es gibt zum Beispiel auch jetzt, was ich jetzt, also falls ich mal zum Thema zurückkehren sollte, vielleicht. Es ist so, ich arbeite jetzt mit dem Blattton. Also das heißt, ich versuche das Weiß, den Blattton und die Graustufen so zu verwenden, dass, was das ist, weiß ich nicht, dass ich da das ganze Spektrum ausnutze von den Tonwerten. Ja? Und ich habe eine Frage, magst du auch Hintergrund? Nee. Du meinst das Klo? Nee, heute muss man nicht, aber normalerweise. Ach so.
Ob ich grundsätzlich das, meinst genau. du? Mhm. Grundsätzlich, ja. Also vor allen Dingen ist es so, ich mache das schon so, dass ich darauf achte, jetzt zum Beispiel bei dir habe ich das jetzt so eingerichtet, das kann man eigentlich ganz gut sehen, dass auf der Schattenseite das im Hintergrund heller ist als auf der Lichterseite. Da habe ich so ein Glanzlicht eben in die Klotüre reingebaut. Und das ist heller. Mhm, genau, dahinter. Und das so ist natürlich so, das würde ich jetzt, wenn ich jetzt Zeit hätte, könnte ich das jetzt machen, dass ich es noch zeichne. Aber ich möchte es eigentlich nur bei so einer Kopfstudie lassen. Also ja, ich weiß, aber wenn du machst fertig sowas, dann machst du hinten auch ab dunkel und so wie zur Kontrast oder nicht so? Ja, nicht ich schaue immer, dass ich die Flächen unterscheiden. Mhm. Das ist echt so die Sache, dass ich... Und auch so eine Sache, dass wenn ihr zum Beispiel irgendwie in Paris seid oder Florenz, ist es ja auch immer so, dass dann sogar in Wien, ich weiß nicht, gibt es in München auch diese Straßenzeichner? Gibt es da welche? Sitzen da manchmal welche rum? Nee. Also in Wien gibt es die schon. Also das ist... Und die malen dann oft eben mit Pastellkreiden und die wischeln dann so die Sachen. Und gegen das Wischeln ist grundsätzlich nichts zu sagen, aber es sollte nicht am Ende der Malerei stehen. Also dass man das dann... Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Strukturen auch rausnehmen möchte aus der Kreide, also wenn mir die zu arg sind, gehe ich her und drücke nicht ganz so arg auf und kann dadurch das Ganze ein bisschen egalisieren von der Pastellkreide. Also das heißt, ich zeichne es grundsätzlich ein bisschen deutlicher rein. Und was ich aber auch machen kann, ist, ich suche mal einen meiner Finger aus, den ich dann fürs Weiß reserviere. Na, hier, den da, das ist jetzt mein weißer Finger. Da kann ich dann das machen. Und der andere ist halt vielleicht der dunkle. Also man hat schon die Möglichkeit, dann auch manchmal mit den Fingern nochmal so einen weiteren Ton noch reinzusetzen. Wenn man ihn braucht, einen weiteren Tonwert. Geht auch. Das ist nicht so das Ding. Oder mit Stoff. Stoff ist auch gut. Es gibt auch so diese Papierwischer, ne? Oder? Diese aus Papier. Verwendest du die ab und zu? Nee, ich mache gerne mit Stoff oder mit Pinsel. Ah, mit Pinsel geht auch gut bei Pastell. Aber diese geschnitten und ziemlich harte Pinsel. Das ja, okay. Nicht so weich, nur ein bisschen harter. Das kann man das ein bisschen in ein Blatt rein, so wie mit Finger. Ja, genau, ja. Also ich versuche mich nett zu schauen. Wirklich. Oh, die Nase habe ich jetzt noch nicht. Die Nase schaut komisch aus. Da muss ich ein bisschen Licht drauf setzen. Schaut aus der Entfernung ein bisschen eigenartig aus. So. Also ich bin schon relativ im Endspurt. Da bin ich ein bisschen zu dicht dran. Ein bisschen breiter. Das Nette an dieser Technik ist ja auch, dass man immer wieder korrigieren kann. Also ich finde so, Pastell ist ja an sich eigentlich eine ganz gute Technik im Hinblick darauf, dass man es immer so hin und her malen kann. Und noch eine andere Sache, die ich euch zeigen kann, das war jetzt zum Beispiel ziemlich blöd, dass ich da jetzt eine Dunkelheit reingemacht habe. Das kann man wieder radieren. Eine andere Sache, die ich euch zeigen kann, ich habe jetzt hier einen Pastellstift. Und der Pastellstift, der hat keinen so einen starken Abrieb. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und verunkle das jetzt mal ein bisschen, dann kann ich immer wieder nochmal das Weiß draufsetzen. Ne? Was aber um einiges besser ist, das ist hier so eine Pastellkreide. Das ist Faber-Castell Pitt oder sowas. Ne? Und wenn man dann mit der Pastellkreide was macht, seht ihr das? Ist das Ganze so, dass es viel, viel kräftiger ist. Und dadurch habe ich dann ganz andere Kontraste, die ich da reinsetzen kann. Aber das übrigens gibt Pastellkreide und Soft-Pastellkreide. Ja, genau. Wobei aber die Soft-Pastell, die ist echt manchmal ziemlich schwierig zu kontrollieren, finde ich. Also das ist so, weil die, jetzt habe ich da so eine Helligkeit von dem Auge. Und die kann ich aber auch wieder so reinarbeiten. Das heißt, das ist das, was ich eigentlich mit dem Wischer machen würde. Kann ich mit dem Stift, kann ich das Ganze dann ein bisschen abschwächen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier, will ich das dunkler haben, weil das ist so,
Die Nase, es geht die Stirn runter, dann geht es so rein und dann kommt die Nase raus. Also hier ist so eine Vertiefung. Das kann man am Totenschädel, also am Skelett, am Schädel gut sehen, dass man die Stirn hat und dann knickt das Nasenbein rein und dann ist erst dieses, und hier diese Dunkelheit, mal schauen, welchen Finger ich nehme, die mache ich dann so rein und habe dann aber auch noch diese Zornesfalten. Ja, genau, das nee, weiter oben, ne? Bei den Augenbrauen. Da du meinst du auch. Genau, das da, genau diese Vertiefung. Und Anfang da ist dann die Nase. Wo normalerweise wir haben Brille. Und das kann ich dann machen, indem ich das auch wieder, ich muss jetzt nicht das immer mit Schwarz machen, sondern kann auch wieder auf zum Karton wieder zurückkommen, also zum Papierton. Liegen wir in der Zeit, wir sind 1 Stunde 10 Minuten. Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei. Ich meine, es sind ordentlich viele Leute dabei. Also, so wie es ausschaut, habt ihr nichts Besseres zu tun heute Abend. Also, wie schaut es denn aus eigentlich? Wie ist das Wetter aus? Biergartenwetter, oder? Ja, das war voll an Stressen. War echt viel los? Ja. Okay. Das ist brav, dass die Leute bleiben in online. Ja. Ja. Wahnsinn. So, und am Ohr habe ich zum Beispiel noch keine Helligkeit. Und da ist dann das. Das ist dann da. Was für ein cooles Porträt. Also, ich habe dich natürlich viel schöner gemacht, als du in echt bist, ne? Entschuldigung. Ich will sehen, dass. Ja, das sobald, stimmt. Das wahrscheinlich ist deine letzte. Mein letztes Porträt von dir, ja, genau. Nevermore! Wenn Stefan ist, hat lange Pause, das bedeutet etwas. Echt? Wenn es keine Live-Sendung in den nächsten paar Wochen, dann. Ja, alle dann, wissen. Dann haben wir ein Problem. Houston, we got a problem. We got a problem. Hier zum Beispiel ist so eine Helligkeit. Und da ist dann das. Jetzt auch zum Beispiel dieses, also ich werde jetzt auch zum Ende kommen langsam. Da gibt es schon wieder technische Gespräche da drin. Wenn ich jetzt hergehe im Schatten, ist es so, dass ich alle, es gibt sowas wie Reflexe zum Beispiel hier unten an der Nase. Da werde ich mich hüten, mit dem Weiß reinzugehen. Ich mache das Weiß nur in Schatten rein, wenn ich weiß, dass ich jetzt ein Grau erzielen möchte. Aber zum Beispiel hier beim Ohr mache ich das über die Dunkelheit. Seht ihr das? Dann gehe ich her und verstärke diese Dunkelheit. Und über die Dunkelheiten, das heißt hier das Ohr, das Ohrläppchen, damit ich das sehe, das funktioniert erst dann, wenn ich drunter das Ganze dunkler mache, weil da die Haare dunkler sind. Da habe ich dann die Locken. Jetzt kann ich dann hergehen. Und die Form noch ein bisschen verbessern und die Negativräume, die sind es eigentlich auch. Da habe ich auch so eine Dunkelheit und da habe ich jetzt noch die Haare, die dann da sind. Da auf der Seite habe ich die auch noch ein bisschen ignoriert. Ich werde es aber jetzt auch als flockig lockere Skizze lassen. Wobei so flockig locker schaut die nicht mehr aus. So, da ist es auch dunkler. Was natürlich auch so das Ding ist, ich bin extrem gut ausgerüstet. Es gibt diese Stifte, ich habe den jetzt in Hard, Soft und Medium. Und ich würde jetzt grundsätzlich zu Hause, wenn ich den jetzt zufälligerweise dabei hätte, würde ich auf den Soften zurückgreifen. Und würde den Soften Pinsel verwenden, weil jetzt auch ich ziemlich aufdrücken muss, um Kontrast reinzumachen. Und hier, um einen Reflex reinzumachen. Also wenn ich das jetzt mal mache, ich ziehe das jetzt mal zusammen. Ich mache das jetzt mal dunkler. Hier, wenn ich jetzt einen Reflex reinmachen möchte, dann mache ich das mit Knetgummi. Das heißt, ich werde einerseits einen Reflex reinmachen und andererseits die Dunkelheit daneben verstärken. Und somit, so funktionieren dann diese Stellen. Das ist cool. Hey you, you looking hot tonight. Cool. Und was natürlich auch so eine Sache ist, damit das Ganze malerischer ist, der Norbert von Bertoldi sagt, morgen live aus dem Hofgarten. Okay, das können wir machen. Wir sind aber schon im Hofgarten gewesen. Also wir werden morgen, das weiß ich noch gar nicht, wo wir morgen hingehen zum Malen. Wir brauchen noch eine Sehenswürdigkeit von München, da gibt es ja nicht so viele. Vor allen Dingen gibt es keine, wo nicht eine Baustelle ist. Ich habe heute ein Motiv anfangen wollen, also nur mal eine Anekdote aus dem Plein-Air-Leben. Ich habe das Motiv anfangen wollen, dann habe ich mir aufgebaut und dann kommt ein Sattelschlepper und stellt sich genau vor den Friedensengel, da wo ich malen wollte. Oh Gott. Ja. Dann habe ich ausgepackt und dann denke ich mir, ah, der fährt schon wieder weg, der ist auf jeden Fall nicht weggefahren. Was dann das nächste war,
Das war, ich habe ausgepackt und hatte dann blöderweise dadurch, dass ich hier für den Stream das aufgebaut habe, habe ich das Fotostativ hier gehabt und konnte es dann nicht verwenden. Dann habe ich gedacht, naja, okay, meine Malkiste, die kann man auch irgendwo draufstellen. Und da war halt beim Friedensengel diese Treppen, wo ich dann das draufstellen konnte. Und dann bauen die da gerade irgendwie so eine Art so Mini-Volksfest auf, mit so Standeln und sowas. Und dann wollte ich so ein Karussell malen. Da habe ich gedacht, ah, das ist cool, das ist total super. Und ich habe mich aufgebaut, habe alles wieder hergeholt. Und dann fangen sie an, einen anderen Container direkt vor das Ding zu stellen. Dann habe ich es sein lassen. Dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich heute einfach nur Dozent. Dann mache ich mal auf Dozent und mal selber nicht. So. Und was auch so eine Sache ist, also jetzt abschließend, was natürlich die Haare dann auch ausmacht, das sind dann die Negativräume. Das heißt, ich zeige euch das jetzt mal bei den Locken hier unten. Das heißt, wenn ich die Negativräume beachte, ist es wurscht, was da drinnen passiert. Das ist gar nicht so wichtig. Sondern es geht dann darum, dass ich hergehe und... Halt, mach ein bisschen dunkler. Computeräugel, ganz schön. Hier, da. Und dann seht ihr schon, dass das Ganze, hier wieder, wenn ich den Negativraum mache, und dann da habe ich auch noch einen. Und dadurch kriegt man, ist die Silhouette das Wichtigste, um was es geht. Das heißt, und nicht unbedingt die einzelnen Haare, die helfen euch oft nichts. Das heißt, wenn ihr hergeht und beschreibt einfach nur ein paar von den Haaren oder von, das ist völlig wurscht, ob es Haare sind oder was auch immer. Die Silhouette von einem Gegenstand ist mit das Formbestimmendste. Richtig. Danke. Ja, richtig. Ja? Natürlich, das ist immer, manchmal Leute konzentrieren an Auge, Nase, Mund, aber das ganze Kopf und Haare, das ist ein Charakter von dem Modell. Ja? So wie die Unterschied zwischen meinen Haaren und deiner, Stefan, das sagt alles, ja. Ja. And what did you want to know? Where the horns are? Which horns? Janosch Horns. Das Löckle, ja, das passt so gut, ja, das Löckle. So, ich muss nochmal kurz, Bart nochmal. Jetzt ist es so, der ist mir jetzt abgerauscht und den betone ich jetzt durchs Weiß ein bisschen. Ich brauche aber dann drunter die Dunkelheit, damit er vortritt. Und hier am Kinn habe ich auch noch eine Helligkeit. Also ein Reflex eigentlich. Das heißt, ich ziehe das erstmal zusammen, alles. Und dann brauche ich nur ist gut gesagt, ein bisschen eine Helligkeit andeuten. Nur noch einmal machen. Ja, nur alles. Noch einmal. Und dann das hier. Und jetzt mache ich noch die Augen noch einmal. Ein bisschen stärker das Glanzlicht. Und es gibt so, ich habe das mal von einem amerikanischen Pastellmaler gesehen, der hat gesagt, ich probiere es jetzt mal aus, der leckt die Kreide an und macht dann dadurch dann den Tupfen im Glanzlicht. Na? Okay. Ich probiere es mal. Ist wirklich so, es funktioniert. Es sitzt viel besser drauf. Unglaublich. Okay. Ja. Cool. Aber jetzt nur einfach da noch eine... Ein bisschen nach Knoblauch oder nach Zwiebeln. Genau. Mundgeruch. So. So, eigentlich schaut es ganz akzeptabel aus. Da könnte ich noch ein bisschen deutlicher werden, weil es sonst abkackt das eine Auge. Aber da muss ich noch ein bisschen zu weit drüben, damit es nicht schiebt. Aber ich bin im Weg, oder? Wenn ich so weit vorgehe von der Kamera. Und das seht ihr, ich kann es jetzt nicht mehr rausradieren. Ich muss jetzt noch eine Kleinigkeit machen, dann bin ich fertig, Janosch. Wenn ich es nicht rausradieren kann, habe ich natürlich den weißen Stift, der eigentlich das Ganze dann macht. Und ich jetzt das Auge. Sehr gut, Janosch. Und das ist ganz richtig. Was ist richtig und wichtig? Und wichtig, was? To know when you finish. Yes, indeed. Don't make it kaputt. Don't make it kaputt. Don't make it kaputt, international. Ich würde jetzt sagen,
Janusz, ich schalte jetzt mal wieder auf die große Kamera um, nämlich auf den Abspann. Oh. Das heißt, ja, Janusz hat jetzt sein Bestes gegeben. Ich finde, wir haben uns jetzt echt wirklich einen Schluck verdient. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass du mir Modell gestanden bist und dieser Stream war echt wirklich sehr launig, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe keine Ahnung, wie ihr das gefunden habt. Also das heißt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, also entweder im Live-Chat oder aber auch, wenn ihr das nachschaut. Ja, also wie ihr das gefunden habt, so dass es jetzt einfach auch mal anders war, dass ich ja sonst normalerweise immer allein zu Hause. Ne? Ich glaube, über Themen, was wir haben heute gesprochen, das kann man doch mehrere Schalten machen. Ja. Das ist so Wahnsinn und auch viele Geschichten gibt, viele ja. Erfahrung und wo kann man ein bisschen teilen. Genau. Ja. Finde ich auch, also weil es sind auch so Sachen, was ich auch dann immer wieder gemerkt habe, es ist so, dass ich merke es jetzt auch hier in dem Stream, dass immer wieder Fragen über bestimmte Dinge kommen. Ich wurde jetzt zum Beispiel heute gefragt, was ich ja schon bei meinem Stream, wo ich mich selber vorgestellt habe, ein bisschen erklärt habe, aber auch nicht so wirklich dann drauf eingegangen bin, wie das war, wenn ich jetzt das Studium fertig gemacht habe, wie man dann als freischaffender Künstler unterwegs ist, wie das mit Galerien ist und all diese Dinge, die sind natürlich irgendwie interessant und natürlich auch in der Ausbildung. Zum Beispiel finde ich jetzt sowas wie den Akthof insofern gut, weil man hier ein fundiertes Wissen kriegt. Und was aber auch eine Sache ist, was ich ja über die Jahre hinweg auch oft erlebt habe, ist, dass sehr viele Leute, die hier beim Akthof waren, dann auch tatsächlich dann später an der Akademie genommen wurden. Ne? Die haben Mappen gemacht und sind dann genommen worden, oder? Das stimmt. Und die sind manchmal, wir kriegen schöne Feedback und sehr nett. Das ist auch wichtig für uns, weil wenn ich arbeite für Schule, wenn ich arbeite für dieses Projekt, so wie Akthof, dann ich gebe alles, ja, weil oder ich mache das oder nicht, aber ja. Genau, voll engagiert, aber von ganzem Herzen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, von ganzem Herzen. Danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Cool, dass ihr dabei wart, jetzt live. Es ist auch cool für diejenigen, die es dann nachschauen werden. Der nächste Livestream wird nächste Woche sein, wieder aus Wien. Ich werde mir was Lustiges ausdenken. Und ich danke euch recht herzlich, habe ich schon mal gesagt. Dir danke ich auch, Janusz, dass du Zeit hattest und mit dem Modell gesessen bist. Du wirst jetzt die Zeichnung sehen, du wirst jetzt überrascht sein. Na, also es ist okay. So, der Moment, ich weiß nicht, ob ich den jetzt filmen soll. Doch, ich kann es eigentlich machen. Na, weil das wäre jetzt eigentlich auch so die Sache. Sure? Oh my God. That is something special. I like the nose. Echt? Du erkennst dich? Yes, sure. Oh, goody. Yes, sure. Goody. Lass uns diese launigen, also bevor jetzt der Janusz das Weinen anfängt, machen wir den Stream zu Ende. Er hat jetzt schon fast eine Stunde 20 Minuten, 22 Minuten gedauert. Ich danke euch recht herzlich für die Unterstützung. Bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Video. Janusz, abschließende Worte? Keep going on. With your work, with your drawing, with your painting, whatever. Mach weiter einfach und regelmäßig. Und probierst du einmal Model sitzen? Für ja, Freunde? Genau. Whatever. Für Freunde, das ist auch, oder gegenseitig, ist ja. Immer gut, eine gute Erfahrung. Schau, wie funktioniert genau, bei Ihnen. Ja. Ja. And ja. Many greetings to my family ja. In all the world, in Poland, in Australien, in London, and soon in Mars. Ja. Wo die Polen sich überall rumtreiben, das ist ja Wahnsinn. Ja, I got a ticket. Ja. Hast du schon? From NASA. Ja? Ah, okay, sehr gut. Ja. Da war Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, sagt Mimisis in dem Fall. Und Künstlerstream ist erst übernächste Woche. Diese Woche nicht. Übernächste Woche ist Künstlerstream, aber nächste Woche ist der normale Stream. Ich danke euch herzlich und bis zum nächsten Video. Ciao. I am not coming.